das große Zittern bei IB wieder an. Bis zur 92. Minute immer noch 2:2, dann Malacarne. Und das Unglaubliche war passiert. Weihnachten und Ostern am selben Tag für die Berner Young Boys. Malacarne schoss das 3:2 für die Berner. Die Spieler konnten es selber kaum glauben. Jeder umarmte jeden. Noch sind die Aufstiegschancen intakt, dank Django Malacarne. IB-Trainer Robert Schubers Nerven waren arg strapaziert worden heute Nachmittag im Bankdorf.